Ihr seht, ich habe mich jetzt erstmal eingepackt. Schön den Poncho. Jetzt werde ich gleich den Rucksack anziehen und dann marschiere ich jetzt erstmal weiter. Original oder doch lieber Nachbau des US-amerikanischen Regenponchos? Wenn du wissen willst, was beide Varianten können und welche vielleicht für dich besser geeignet ist, dann bleib einfach dran. Ja, herzlich willkommen bei Buschkraft Pfalz. Mein Name ist Uwe Köhler und schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, heute möchte ich euch mal den US-Regenponcho vorstellen in verschiedenen Varianten. Zunächst einmal im Original und auch eine Kopie. Und ich möchte euch einfach mal so ein bisschen die Vor- und Nachteile erklären und auch welche zwei Varianten es beispielsweise beim US-Poncho gibt. Und ja, wenn es euch interessiert, dann begleitet mich. Ja, Freunde, ich glaube, so ein Regenponcho ist eines der meistverwendetsten Multitools, die wir mit uns nehmen können. So ein Regenponcho eignet sich klar in erster Linie, um trocken zu halten. Ich kann ein Schrägdach damit bauen. Ich kann es als Schlafsackhülle nehmen. Ich kann es als Schlafsackersatz nehmen. Ich kann zwei Regenponchos aneinander knüpfen und kann ein A-Frame bauen. Also, es ist vielfach einsetzbar und dementsprechend gibt es natürlich auch neben dem Original auch viele Hersteller, die diese Ponchos nachbauen. Ich habe jetzt hier einmal zwei Originale. Einmal den Regenponcho Digital Tan und ich war ein bisschen überrascht. Das Teil ist tatsächlich das ältere Modell von den beiden Originalen, die ich habe. Das ist, glaube ich, März 06. Also 2006. Dann habe ich als Original hier einmal den Regenponcho Woodland, wo ich eigentlich gedacht habe, das ist das ältere Modell, aber nee, das ist Juli oder Juni 2014, steht auch innen drin. Und als Nachbau, und das denke ich mal, dürften die meisten in ihrem Rucksack drin haben, das ist einmal der Nachbau von Helicon Tex für den US-Poncho hier in Woodland. Ja, ich nehme jetzt erstmal die zwei Modelle, Original und Kopie, die jetzt auch von der Art, das heißt auch vom Woodland Tan zusammenpassen. Ja, der größte Unterschied zwischen den beiden besteht zunächst mal definitiv im Preis. Original-Poncho, er war auch noch original verpackt, habe ich bezahlt fast 90 Euro. Im Übrigen für den anderen Original-Regenponcho genau dasselbe Geld. Der hingegen, ich habe vorhin mal gegoogelt, dieses Modell bekommt man derzeit von Helicon Tex bei Amazon für knapp 30 Euro. Davon habe ich zwei Stück, bevor ich mir den geholt habe. Also bekomme ich von denen hier schon drei Stück und hier einen, wenn ich den Preis von dem hier nehme. Ja, jetzt besteht erstmal natürlich die Frage, worin besteht der wesentliche Unterschied, außer neben dem Preis, der ja hier 30 Euro ist und beim Original dreimal so teuer, nämlich 90 Euro, und es gibt auch noch teurere Anbieter. Ja, also da grundsätzlich erstmal der Unterschied ist, der Nachbau von Helicon Tex ist kleiner. Die Breite an der Knopfleiste ist dieselbe, aber die Breite an der Seite, wo keine Knöpfe sind, ist gut 10 bis 20 cm kürzer wie jetzt beim Original. Das heißt, der Original ist definitiv um ein gutes Stück größer als der Nachbau vom Helicon Tex. Die Knöpfe vom, vom Helicon Tex Poncho und vom Original, die passen tatsächlich überein. Aber ich muss fairerhalber dazu sagen, die halten nicht besonders gut aneinander. Also es ist ein Unterschied, ob ich jetzt Originale aneinander knöpfe oder ob ich jetzt einmal den Nachbau und das Original aneinander knöpfe. Das ist das nächste, wo sie sich unterscheiden. Ja, und der Hauptunterschied für mich persönlich ist definitiv die Qualität. Ja, ich möchte an dieser Stelle die Qualität des Helicon Tex Ponchos in keinster Weise schmälern. Das ist mein allererster Poncho, den ich mir zugelegt habe, und das Teil ist wirklich super. Es ist wirklich sehr stabil, vom Preis-Leistungs-Verhältnis ganz zu schweigen.
Also wenn sich jemand ein Poncho zulegen möchte als Einsteiger, würde ich ihm definitiv immer den Helikontex Poncho empfehlen, weil er ist wirklich sehr stabil. Aber, und jetzt kommt das Aber, der Preisunterschied zwischen diesen beiden, das heißt zwischen dem Original und dem Nachbau, ist durchaus gerechtfertigt. Nicht nur von der Größe, auch von der Haptik her und vom Material. Während sich das hier anfühlt, ich sag's jetzt mal blöd, wie billiges Nylon, habt ihr das Teil hier in der Hand und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wenn ihr das hier an der Hand habt, da habt ihr wirklich Material in der Hand. Es ist wesentlich schwerer, es ist wesentlich stabiler und dicker, das Material, wie das hier. Und man sieht es vielleicht anhand des Lichtes, das hier ist auch wesentlich dunkler und das ist wesentlich heller. Und wenn man sich das mal von nahem anschaut, dann glaube ich, sieht man allein schon an der Kamera einen deutlichen Unterschied in der Qualität. Er ist nicht schlecht, bitte nicht falsch verstehen, aber es ist überhaupt gar kein Vergleich zum Original. Das Original ist, wie gesagt, wesentlich stabiler und auch um einiges größer. Kostet allerdings aber auch das Dreifache. Der nächste Vorteil ist natürlich, dass bei dem Original natürlich auch die ganzen Original, ich sage jetzt mal Zubehörteile, natürlich auch perfekt passen. Wie beispielsweise der Poncho-Liner der US Army passt exakt hier rein, weil er natürlich auch dafür gemacht ist. Genauso wie meine Wolldecke von 1941 oder so ist sie, die hatte ich euch beim letzten Video einmal gezeigt. Selbst diese Wolldecke, obwohl sie von Zweiter Weltkrieg, also aus dem Zweiten Weltkrieg stammt, passt perfekt hier in diesen Poncho rein. Das heißt, sie steht nicht rechts und links über, sondern die passt exakt rein, sodass ich auch mit dem Poncho-Liner, mit der Wolldecke und dem Poncho an sich wirklich auch in der Lage bin, einen Notschlafsack zusammenzubasteln. Das wird mit der Kopie ein bisschen schwieriger, weil die ist nicht genauso groß wie der Original-Poncho. Also zumindest bei mir nicht. Vielleicht hat ja jemand ein anderes Modell, ich weiß es nicht. Bei mir ist die eine Seite definitiv um einiges kürzer wie beim Original. Der nächste Unterschied zwischen der Kopie und dem Original ist auch, dass ich den Poncho von Helikontex aufgrund der Dünne des Materials, den kann ich zusammenkrumpeln und packe ihn bei mir in die Hosentasche rein, also in die Beintasche, und der hat gut Platz. Dafür gibt es auch eine Tasche, die habe ich hier auch irgendwo liegen, da ist sie. Also ihr seht die Größe der Tasche. Da bekomme ich den Poncho der US Army niemals rein, weil der schlicht und ergreifend ein größeres Packmaß hat und dementsprechend ist er natürlich auch um einiges schwerer im Transport, wie jetzt beispielsweise der Poncho jetzt von Helikontex. Ja, vergleiche ich jetzt die beiden Originale, einmal den Woodland und einmal den Digital Tan. Ja, außer dass es unterschiedliche Tannungen sind und es durchaus sicherlich Geschmackssache ist. Also ich sag's euch ganz ehrlich, wenn ich zwischen den zwei wählen müsste, würde ich definitiv den Woodland wählen. A, weil er für unsere Breitengrade einfach vom Tannenmuster besser geeignet ist und weil er einfach besser aussieht. Der hier ja, ist qualitativ exakt der gleiche. Es gibt nur einen minimalen Unterschied und da bin ich ganz ehrlich, das gefällt mir überhaupt gar nicht und das zeige ich euch jetzt. Ja, ich habe euch jetzt mal ein bisschen näher rangeholt, weil es geht hier in der Tat um die Knöpfe. Das ist jetzt das Modell Digital Tan, auch der ein bisschen älter ist, zumindest laut Aufschrift. Und zwar sieht man hier, das sind Plastikknöpfe. Und diese Plastikknöpfe sind, ich sag's euch so wie es ist, eine pure Katastrophe. Und warum? Weil die verdammt schwergängig sind und die aneinander zu drücken, ich sag's euch, Leute, oh, und jetzt schaut euch mal meine Finger an hier. Und ich bin kein Mimöschen, aber verdammte Scheiße, das tut in den Fingern weh. Und wenn ich dran denke, dass ich das Ding mit mehreren Knöpfen machen muss und aus aneinander knöpfen, dann bin ich ganz ehrlich, habe ich schon keinen Bock mehr. Nehme ich den hier und da hat man noch die schönen guten alten Metallknöpfe genommen, obwohl das jetzt das jüngere Modell ist, also das neuere Modell
von 2014, glaube ich, oder 2016. Ich müsste noch mal reinschauen. So, das sind die Metallknöpfe. Und, na, zwei nehmen, die aneinander passen. Da haben wir es. So, wenn ich die jetzt nehme, zack, zusammen. Ohne, dass ich hier drücken muss wie ein Ochs. Und die gehen auch wieder entsprechend auseinander. So, zack, na, nix, gar nichts. Das ist noch der Abdruck vom Knopf davor. Also die Knöpfe sind wesentlich ja, leichter zu bedienen. Und ganz ehrlich, das ist Metall, das ist Plastik. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Ja, zum Abschluss das Fazit. Wenn ihr etwas sucht für einen schmalen Geldbeutel, wo ihr nicht viel Geld ausgeben möchtet, dann empfehle ich euch definitiv das Modell von Helicontex. Das erfüllt seinen Zweck. Ihr könnt damit, Entschuldigung, ihr könnt damit alles machen, was ihr wollt. Das Ding ist extrem strapazierfähig. Könnt ihr zusammenkrummeln, ab in die Beintasche. Das Ding nimmt nicht viel Platz weg. Kostet 30 Euro. Da könnt ihr euch 3 Stück von kaufen. Für das, was ein Original kostet. Ich habe 2 Stück. Falls ich mal irgendwie ein Zelt machen möchte, dann kann ich die beiden aneinander knüpfen. Und habe dann auch ein A-Frame als Notzelt. Und die beiden, könnt ihr ungefähr rechnen, haben dasselbe Packmaß wie das Original. Wenn ihr allerdings zum einen Wert legt auf ein militärisches Original und auch dann natürlich die entsprechende Qualität, und es ist ein deutlicher Qualitätsunterschied, wobei das eine schon sehr gut ist, nur das andere ist nun mal besser. Dann empfehle ich euch definitiv das Original. Ob ihr das jetzt in Digital Tan nehmen wollt, oder im guten alten Woodland, das überlasse ich jedem. Aber wie gesagt, legt ihr Wert auf Original und legt ihr Wert auf wirklich, ja, Stabilität und wirklich hohen Standard und Qualität, empfehle ich euch definitiv das Original. Ihr müsst dann halt mal zwischen 80 und 100 Euro investieren. Dann habt ihr aber einen Poncho, der, ja, der wirklich was aushält. Und was auch wirklich den Namen Poncho verdient. Also ich habe in meinem letzten Video, ich versuche es euch zu verlinken, habe ich ihn angehabt. Das Ding ist einfach Granate. Und es ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Nachbau von Helicontex. Der fällt ganz anders durch die Schwere und durch das Material. Und er lässt sich auch ganz anders tragen. Das kann man eigentlich nicht anders sagen. So, jetzt nochmal ein Hinweis zu den Originalen. Und zwar, ich glaube, ich hatte es schon mal irgendwann angesprochen, ich bin mir aber nicht sicher, aber ich tue es jetzt dennoch trotzdem. So, wenn ihr diese Ponchos kriegt, dann kriegt ihr die meistens aus einer Langzeitlagerung. Das heißt, die sind irgendwo im Depot gelagert, wo Temperaturschwankungen herrschen. Da kann es mal extrem warm sein, extrem kalt, und dementsprechend habt ihr halt das Problem, und das zeige ich euch jetzt mal hier am Kragen. Ihr seht, das sind teilweise Verklebungen, das sind teilweise, ja, Wachsbeschichtungen, die so ein bisschen angegriffen sind, was aber dem Nutzen und der Qualität keinen Abbruch tut, aber ihr müsst es wissen. Da kann es auch sein, wenn ihr das Ganze auspackt, dass die aneinander kleben und sie erstmal auseinanderziehen müsst. Diese Lagerspuren habe ich an dem. Und diese Lagerspuren habe ich auch hier. Nur hier wird es wahrscheinlich in der Kamera ein bisschen schlechter zu sehen sein. Und zwar immer am Kragenbereich, weil die am Kragenbereich aneinander geklebt sind oder nochmal zusätzlich verklebt sind aufgrund ja, der Dichtigkeit. Und da kann es sein, dass das Ganze ein bisschen, Entschuldigung, das hat sich verheddert unten, dann kann es sein, dass das Ganze durch die Langzeitlagerung, ja, ein bisschen aufgeweicht wurde und es einfach ein bisschen verklebt. Wie gesagt, das tut der Qualität keinen Abbruch. Die sind beide dennoch absolut dicht. Sowohl kein Wind, auch kein Wasser geht da durch. Ich liebe die beiden Dinger. Wobei mir der Woodland definitiv der liebste ist von allen. Und ja, wenn ich wählen müsste zwischen Original und Nachbau, würde ich definitiv immer das Original nehmen. Aber, wie schon angesprochen, es ist definitiv eine Preisfrage. 30 Euro Helicontex, 80 bis 100 Euro das Original. Die Entscheidung muss jeder für sich selber treffen, was ihm das Ganze wert ist.
Ihr findet die Originale ausschließlich bei Amazon, nicht bei Amazon, Entschuldigung, bei eBay. Ich habe bei Amazon gar nichts gefunden, außer die Nachbauten. Die Originale kriegt ihr noch bei eBay. Ich habe lange Zeit warten müssen. Jetzt aktuell habe ich gesehen, sind ein paar Originalmodelle noch bei eBay zu haben. Aber ich kann euch versprechen, die sind verdammt schnell weg. Also wenn sich jetzt nach dem Video jemand entscheidet, sich so einen zu holen, dann empfehle ich, sofort zu gucken, nicht lang überlegen, zugreifen, weil hinter den Dingern sind viele her. Ja, Freunde, das soll es auch gewesen sein. Heute ein Kurzvideo wieder über die Nässe-Schutz-Poncho der US Army, sowohl im Original als auch im Nachbau. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen was vermitteln konnte und vielleicht ihr ein paar neue Informationen bekommen habt über diese Regenponchos. Und wie immer, ihr kennt das Spielchen, Daumen hoch oder Daumen runter, überlasse ich ganz euch. Schreibt einmal Kommentare unten rein, wenn ihr Zusatzinformationen habt oder irgendetwas wissen möchtet. Natürlich freue ich mich tierisch über ein neues Abo von euch und klickt die Glocke an, wenn ihr wissen wollt, wann ich die nächsten Videos rausbringe. In diesem Sinne, wie immer, wünsche ich euch alles, alles Gute und viel Spaß in der freien Natur. Euer Uwe Köhler von Buschkraft Pfalz.